Magdeburg ist der Initiative der sicheren Häfen beigetreten und für mich war das sehr, sehr emotional, weil ich wirklich gespürt habe, dass wir als Jugendliche dort in den Parlamenten was verändern können und ich war wirklich davon sehr berührt, dass wir das geschafft haben. Früher war ich vor allen Dingen viel bei politischen Bewegungen aktiv, zum Beispiel der Klimabewegung. Und heute ist es vor allen Dingen so, dass ich natürlich immer noch auf Demonstrationen bin, aber ich bin viel im Stadtrat unterwegs, habe dort auch viele Entscheidungen, die wir fällen müssen. Und allgemein ist die Politik für mich viel intensiver geworden, weil wo ich jetzt mitentscheide, das sind Dinge, die wirklich morgen viel beeinflussen können. Mir ist im letzten Jahr klar geworden, dass politische Veränderungen, die von Jugendlichen auch tatsächlich angestoßen werden, auch von Jugendlichen in den Parlamenten mitgetragen werden müssen. Weil die Entscheidungen, die wir heute treffen, wirken ja auf mich und meine Generation morgen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir heute argumentieren können und auch mit Älteren diskutieren, warum Entscheidungen im Sinne des Klimaschutzes heute getroffen werden. Politik entsteht dadurch, dass viele Menschen zusammenkommen und auch ihre Stimmen artikulieren. Und es ist wichtig, dass wir als junge Menschen auch in den Parlamenten artikulieren, was wir voranbringen wollen, was wir verändern wollen. Und deshalb geht in die Parlamente, geht raus und beteiligt euch.